Okay, Leute, es geht weiter. Und ja, sehen wir mal, ob wir eine Kanonenkugel abkratzen werden. Weil erstmal müssen wir diese ganze Kacke wieder analysieren, bis wir die sehen, diese elenden Wichse. Oh. Neue Herzlose. Ach, das ist noch die Riesenversion von denen. Wie heißen die? Blasebalg? Oder Blasenbeul oder so? Axel greift den an, ich greife den hier an, der mich mit Wasser bewirft. Was ist los? Okay, komm. So, in die Face, du Bitch. So, gut so. Stirb mal eine Runde. Danke. Die Seifenblase fliegt immer noch rum. Okay, es gibt viele. Achso, da gehe ich wieder zurück. Okay. Warte, ich habe da gerade ein Abzeichen gesehen. Mein Atlas-Auge sieht alles. Hallo? Danke. Das ist das nächste Abzeichen. War es nicht irgendwo so versteckt? Ich weiß es doch, dass da irgendwie was versteckt war. Irgendwo unter einem Loch. Also. Was machst du da unten? Hast du irgendwie keine Hobbys? Ich kann Hobbys, hallo? Das war der Jesus, er kann einfach über Wasser gehen. Okay, so. Willst du mich gerade verarschen? Hast du mich gerade zurückgebracht? Wo? Diese türkise Marsch-Dingsbums-Kack. Die nervt mich sowieso am meisten. Wo bist du, du eklige Mistgestalt? Diese Kanonenkugeln regen mich auch noch auf. Hab ich das noch nicht analysiert, oder was? Hab ich doch das so? Achso, jetzt krieg ich Items dafür. Kommt hier ein Kunstfeuerflieger? Ja, endlich. Ich will auch nicht alle Gegner töten, weil es bringt mir nichts, außer Herzen, aber auf Herzen mal geschissen, so gesagt. Wieso bist du jetzt auf einmal da? So. Okay, dann mache ich einfach meinen Limitbrecher. Das hat eigentlich so gesagt an den Gegnern. Warum brennt das Teil, weiß ich nicht. Ich akzeptiere einfach diesen Fakt. Ja, roll ein bisschen. Ja, leck mich doch irgendwie. Ich wollte gerade einen Limitbrecher machen. Mach mal eine Pause, Digga. Wo bist du? Okay. Es gibt 3 Stück insgesamt. Ob ich die 3 Stück jetzt finden werde, sehen wir mal. Ich habe auch so keinen Bock auf die. Potion, danke. Werde ich aber gleich mal benutzen. Ah, ich glaube, ich sehe da ein Abzeichen. Achso, das ist ein Mast von denen. Kann ich zum Schiff? Nein. Luftkämpfer? Nee, nichts für Luftkämpfer. Die Luftkämpfer können mich mal. Und ihr auch. Und es bringt... Ja, komm. Verschwindet mal, habe ich gesagt. Wieso greift ihr mich an, ihr... Verschwindet, ihr verfickten Herzlosen.
Also es bringt nichts, alle Schatztruhen zu öffnen, weil da ist sowieso Schrott drin. Es ist wirklich Schrott drin. Okay, wenn du unbedingt Schläge kassieren willst, das ist deine Sache. Danke, jetzt kann ich endlich die Truhe öffnen. Okay, Glück gehabt, noch ein Luftkämpfer. Analysieren, ich meine anvisieren. Ich hasse einfach Fluglevel. Ach, da ist das Teil. Ich wusste, dass das irgendwie so versteckt war. Na, wo bist du? Es brennt. Okay, das haben wir dann auch geklärt. Das geht ja schnell, diese Mission jetzt. Öffnen und wir finden eine Potion, die ich gleich auch noch benutzen werde. Irgendwie kommt mir echt vor, dass Potions mehr laden, du Bastard. Irgendwie, ja, komm. War hier eins der letzte? Ich weiß es nicht mehr. Was will mich angreifen? Kopf. Das hat mich fast getroffen. Untersuchen. Bitte, 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 bitte. Okay, ich verschwinde. Das hat keinen Sinn. Dann muss ich gegen die kämpfen. Besiege die entdeckten Herzlosen. Also ich muss sie jetzt besiegen. Sonst kann ich nicht weiter. Komm. Ach, leck mich doch, du verdammt. Yay, er macht seine Spezialattacke hier. Leute, ihr müsst mir zustimmen. Diese Fluglevel hasse ich am meisten. Nach Schwimmen hasse ich das am meisten. Komm. Tu mir echt den Gefallen. Krass mal ab. So. Zum Glück habe ich auf Anhieb zwei Stunden gefunden. Da finden wir eigentlich nur einen nach. Habe ich die Mission auch geschafft. Abzeichen habe ich eigentlich auch alle. Es gab nur zwei Abzeichen, das weiß ich doch. Wo? Okay, von da habe ich schon. Da ist nichts mehr. Da ist eigentlich nur diese kleine Insel da übrig. Ich hoffe mal, dass da irgendwas ist auf mich. Komm. Okay, auf. Der Luftkämpfer will einfach. Okay, komm her. Komm her, du kleine Pussy da vorne. Komm her. Okay, das war schnell. Einfach mal irgendwie zu schnell. Leute. Es bringt mir nichts, gegen die zu kämpfen. Nur Herzen, hallo? Wenn ich Herzen haben will, kann ich einfach jede Mission nochmal machen und dann ist auch geklärt. Ich weiß, dass ich früher jeden Herzlosen hier abgemuxt habe. Wenn ich gerade so darüber nachdenke, war es dämlich, weil ich habe damit auch richtig viel Zeit verschwendet. Ich weiß, aber in diesem letzten habe ich 111 Parts gebraucht. Es wäre episch, wenn ich 358 Parts gebraucht hätte. Dann hätte das echt gepasst im Let's Play. So und so. Komm, bring mich wieder dahin. Dankeschön. Ist ja irgendwie klar, dass ich mich da zurückbringen muss. Leuchter. Nicht schlagen. Fliegen eher. Dann müsste er jetzt da oben sein. Hoffe ich jetzt mal. Axel, komm, bringst du mal schnell wieder um. Komm. Lass mich. Okay. Ich sehe noch ein bisschen.
Ey, ich hasse das einfach rumzufliegen. Ich hasse das. So, komm hoch. Tut mir leid, dass ihr euch diese Scheiße angucken müsst. Ich bin der Letzte. Und danach bin ich auch fertig. It's magic? Magic, magic? Hab ich den irgendwie mal getroffen oder so? Du kleine Pussy! Pussy, bum bum, komm her! Danke, Axel, du bist echt korrekt. Er ist irgendwie auch der Einzige, der irgendwie so die Regelmäßigkeit und bewirkt war. Super. Okay, du willst mucken? Du willst mucken. Oh, das war die Tür. Mission abgeschlossen. Jetzt geht's zurück. Allheilmittel. Jetzt geht's zurück. Es gibt noch ein paar Schatztruhen. Es gibt nur eine Schatztruhe, die ich noch öffnen muss. Aber nee, die Mühe mache ich mir nicht. Ich habe so eiskalt keine Lust dazu. Bin jetzt froh, dass ich alles übersammelt habe. Mission erfüllt. War das ein seltsamer Auftrag? Kanonenkugel-Action. Hey, du musst ihnen wenigstens Punkte für den Versuch geben. Ob es hier wohl gut geht? Hm? Oh, deine kleine Freundin? Hey, kleine Freundin so. Ja, vielleicht hätten wir sie begleiten sollen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Man munkelt darüber. Wir hatten doch keine Wahl. Der Schief liegt nicht auf unserem Weg. Meine Schulter tut auch weh. Mann. Kopf hoch, sie wirkte ziemlich entschlossen. Sie wird schon schaffen. Ich glaube, ich muss demnächst mal zum Arzt. Du hast wohl recht. Ja, du hast wohl recht. Komm schon, kehren wir zum Schloss zurück. Und essen dann Eis. Ey, das hätte sie echt überspringen müssen. Wo kommt jetzt eine Szene wieder? Oh, doch eine Szene. Oh, die fette Wampe kennt doch jeder. Diese Deppen graben tatsächlich. Mein Plan geht auf. Hä? Das ist seltsam. Wo sind die Herzdosen hin? Achso, du hast sie vergraben, oder was? Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Hat er jetzt mit Schaufel sie alle vergraben, oder was? Hier, Herzloser, bleibt da. Glaubst du, das funkelnde Staub auch in anderen Welten funktioniert? Damit kenne ich mich nicht aus. Wow, jetzt zwei seid ihr richtig durch eure Mission geflogen. Hast du uns beobachtet? Shion. Hey, wenn du wüsstest. Shion. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich hatte heute alle Hände zu voll zu tun. Oh. Schon wieder hat sie in der Hand. Ein Eis. Ich wollte dir gerade erzählen, dass Axel und ich heute wirklich geflogen sind. Ihr seid geflogen? Ja, rausgeflogen. Ja, dieser Funkelstaub macht es möglich. Funkelstaub? Und ich habe mich schon gewundert, warum ihr so glücklich aussieht. Glückspilze? Was ist? Ist wieder was passiert? Nee, ist nichts. Okay. Wie viele Herzpunkte habe ich eigentlich? Schon vieles. Okay. Tag 196. Ein normaler Tag mit weißem Bildschirm. Noch 6 Minuten habe ich Zeit, da kann ich noch diese Mission noch schaffen. Warte, wie viele Gegner habe ich schon mit Limitbrecher? Ich habe immer noch 3. Der Limitbrecher ist doch kacke. Was erwartest du denn? Ich habe bisher alles richtig gemacht. Besiege die Kommandanten. Im Wunderland sind Kommandanten aufgetaucht. Finde und besiege sie gemeinsam Luxord.
Nimm dich auf Eispflanzen in Acht. Eisrauke, okay, geht klar. Erledige ich mal. Ich glaube, das wird ein Überlänge-Video. Wieso guckt euch wieder die Gegend an? Ihr kennt die so. Ich komme zu spät. Ich muss einfach zurück und so schnell wie möglich berichten. Hey, sie wird außer sich sein. Ich komme zu spät. Richtige Drogenhase. Oder Kaninchen. Das ist das Kaninchen. Dass du erwähnt hast, als wir das letzte Mal hier waren? Ja, warum ist es so angespannt? Ich bin etwas neugierig. Es ist auf Drogen. Neugier ist entscheidend, wenn es darum geht, seinen eigenen Weg zu finden. Bushido. Wenn du allerdings zu neugierig bist, wäre das ein kurzer Spaziergang. Niemand kann vorher sagen, ob es dir Glück bringt, den kleinen Kaninchen zu folgen. Oder ob es dich umbringt. Übertreibst du da etwa nicht? Ihm zu folgen ändert nichts. Wir sind immer noch Tier, um Herzlose zu jagen. Wenn du dir so sicher bist. DJ Ötzi, folgen wir unseren gekühlten kleinen Hasen. Mal sehen, wo er uns hinführt. Etwa die geilen Ohrringe. Du hast also nichts dagegen? Ihm zu folgen verändert nichts. Das hast du selbst gesagt. Das stimmt, das hat er selbst gesagt. Schatztruhe. Abzeichen. Okay, nichts Abzeichen. Muss jeder diese Drogenkacke nehmen, um wieder klein zu werden? Nein, eine Sequenz ist da. Oh Gott, ich bin hier. Ich sollte da sein. Ich komme zu spät. Der Drogenhase. Tada. Okay. Es war auch manchmal hier auch ein Abzeichen in der Luft. Aber anscheinend ist es jetzt nicht. Egal, ich nehme mal die Drogen auf dem Tisch. Und ich werde klein. Und da kommen mir schon die Gegner angerannt. Okay. Und die Herzlosen kümmere ich mich jetzt nicht so sehr. Ich will eher an die Truhen. Ich muss ein. Finde die drei Kommandanten. Okay, ein Herzlose, der einfach so auftaucht. So. Was macht ein rosa Konzerto hier? Brenn eine runde Schlampe. Welcher Wichs hat mich teleportiert? Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Haha. Okay, weg mit dir. Ach, Grau Capricis. Ach, fickt euch einfach. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich geh nach Hause. Ich hab keinen Bock auf euch. Yay. Wieso guckt ihr das so an? Das letzte Mal waren ja auch hier durchgegangen. Habt ihr auch nichts dazu gesagt? Jetzt auf einmal. Oh. Spannend. Das sieht irgendwie alles anders aus. High Potions. Sagt immer noch das gleiche, dass dieser Privatgarten der Königin oder so. Ein Garten gehört der Königin. Entschuldigung, ist nicht gestattet. Ich könnte euch einfach so verprügeln. Wisst ihr das eigentlich? Einfach verprügeln und dann alles geklärt. Einfach alles geklärt. Aber nein, ich darf es hier nicht. Oh, der Hase. Guckt euch die Augen an. Melde mich zum Diensten. Eure Majestät, bisher konnten wir kein unsägliches Trio finden. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht gesucht haben, ist der königliche Rosengarten. Ja. Dann geht, ich will diese Schufte von mir stehen sehen. Es gibt Strafen zu verbüßen. Fette Schlampe. Ich mag die so hart. Ich hätte diese eiskalt abgemurkst. Hört sich nach Ärger an. Ja, schlechter Zeitpunkt für einen Besuch. Was ist das für ein Trio? Kingdom Hearts, Sora, Goofy, Donald. Ah, anscheinend war es richtig, deine kleine Kaninchenfreund zu folgen. Wieso? Zeit, sich an die Arbeit zu machen, Roxas. Decken wir die komplizierte Spiel auf. Der Herzlose muss an den einen Ort sein, an dem sie noch nicht gesucht haben. Schlossgarten? Ja. Truhe? Ja. Okay,
Da habe ich schon 4. Das ist halt die Königin da vorne. Aber... Oh, die Riesen... Du fällt die Bombe um. Oh. Stirb meine... Ey, diese zielgenauen Roboter, das ist so atemberaubend. Man denkt nur, er ist der perfekte Zieler, also Sniper, aber nein, er ist es nicht. So, ein Geblitzer, komm. Stirb meine Hunde, bitte. Wie lange will noch bitte schon weitergehen, hallo? Ich find's ja toll, aber hallo? Wieso? Leck mich. Oh, der ist eingefroren. Das nützt sich die Chance. Ey, so eine Chance, lass mich doch nicht entgehen, wenn es eingefroren ist. Nein, ich darf hier alle Gegner zu töten in einem Level, aber ich hab gemerkt, das verbraucht sehr viel Zeit. Ist auch so. Aber jetzt geht's ins Rosengarten. Oh, die Zeit ist schon übergelaufen. Welchen Garten kann ich? Ah, okay. Dann kann ich diesen Garten. Yay, Rosengarten. Ich sehe keine Rosen, aber trotzdem. Weinbaum. Das ist also der Rosengarten, der Königin. Ein richtiges Labyrinth. Wirklich? Das erfahren wir im nächsten Part. Tschüss.